Wenn du eine gemeinnützige Organisation gründen möchtest, eignet sich dafür die Rechtsform Verein. Bock darauf, selbst einen zu gründen? Hier klären wir jetzt die wichtigsten rechtlichen Grundlagen. Ab geht's! Das Vereinsrecht ist im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt, ab § 21 BGB. Auch wenn es nicht auf andere Normen Bezug nimmt, finden wir die entsprechenden gesetzlichen Regelungen im BGB AT. Ein Verein ist eine nicht gewinnorientierte Organisation, die gemeinschaftliche Zwecke auf Dauer verfolgt. Der Zweck spiegelt die Ziele der Mitglieder wider und die Mitglieder erkennen den Zweck grundsätzlich an. Jetzt weißt du zwar, was ein Verein ist, aber die Abgrenzung ist grundsätzlich problematisch. Nimmt man sich zum Beispiel den ADAC oder auch große Sportvereine wie den HSV vor, so wird deutlich, dass diese durchaus Geld verdienen wollen und somit nicht alle Vereinskriterien unbedingt erfüllen. Kommen wir nun zu den Merkmalen eines Vereins. Erstens, ein Verein ist rechtsfähig und somit eine Rechtspersönlichkeit. Zweitens, die Identität des Vereins ist unabhängig von der Identität der Mitglieder. Das heißt, dass die Mitglieder grundsätzlich nicht in die Haftung einbezogen werden. Drittens, der Verein wird grundsätzlich durch den Vereinsvorstand vertreten, Stichwort Fremdorganschaft. Ein Verein erlangt Rechtsfähigkeit durch Eintragung ins Vereinsregister. Dafür sind die Amtsgerichte zuständig, § 21 BGB. Deswegen liest man auch häufig die Abkürzung EV für eingetragener Verein. Eine Ausnahme bildet der sogenannte wirtschaftliche Verein. Dieser entsteht durch staatliche Verleihung, das steht in § 22 BGB. Ein Beispiel dafür ist die GEMA. Nach § 32 BGB gibt es eine Mitgliederversammlung, die das wichtigste Organ eines Vereins ist. Die Mitglieder sind Inhaber und fassen Beschlüsse auf Grundlage ihrer Satzung. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Wesensveränderungen sind zum Beispiel eine Satzungsänderung oder die Änderung des Vereinszwecks, die nach § 33 BGB bestimmte Mehrheiten voraussetzen. Bei einer Satzungsänderung ist eine Mehrheit von 3/4 erforderlich. Bei Zweckänderung müssen alle Mitglieder zustimmen. Zur Gründung eines Vereins, § 56 BGB, müssen mindestens 7 Mitglieder existent sein. Dies soll eine Hürde für die Vereinsgründung sein, um gut organisiert zu sein und willkürliche Gründungen zu vermeiden. Nach der Gründung darf sich die Anzahl reduzieren. § 57 BGB definiert Anforderungen an die Vereinssatzung, die Grundlage für die Gründung ist. Die Satzung muss den Zweck, Namen und Sitz des Vereins enthalten und ergeben, dass der Verein eingetragen werden soll. Wichtig ist dabei, dass der Name von den Namen der an demselben Ort bzw. Gemeinde bestehenden eingetragenen Vereinen deutlich zu unterscheiden ist. Der Sollinhalt wird in § 58 BGB definiert. Das Vorlesen schenken wir uns hier im Video. Bei Bedarf einfach mal googeln. Die Satzung ist auf jeden Fall sehr wichtig, da grundsätzlich ein Mitgliederaufnahmezwang existiert. Ein Vorstand ist nach § 26 Absatz 1 BGB Pflicht. Der Vorstand ist der gesetzliche Vertreter. Fehlt ein Vorstand, so greift § 29 BGB, in dem eine Notbestellung durch das Amtsgericht vorgesehen ist. Grundsätzlich haftet der Vorstand nicht, sondern der Verein. In der Regel kann ein Schadensersatz nur durch andere Anspruchsnormen geltend gemacht werden, zum Beispiel gemäß den § 280 und 823 BGB. Wann haften Organmitglieder oder besondere Vertreter? Sofern sie unentgeltlich tätig sind oder weniger als 720 Euro jährlich verdienen, haften sie für Schäden, die sie bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten verursachen, gegenüber dem Verein nur bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit nach § 31a BGB. Und wann haften dann die Vereinsmitglieder? Das ist analog. Sind Vereinsmitglieder unentgeltlich für den Verein tätig oder verdienen sie weniger als 720 Euro jährlich, so haften sie bei Schäden, die bei Wahrnehmung ihrer Vereinsaufgaben entstehen, dem Verein gegenüber nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit nach § 31b BGB. Kurzer Exkurs. Vorsatz ist das Wissen und Wollen, dass Tatbestandsmerkmale eintreten.
Fahrlässigkeit wird in verschiedene Stufen unterteilt. Grundsätzlich kann grobe Fahrlässigkeit aber so definiert werden, dass die Person die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonderem Maße außer Acht gelassen hat. Jetzt kennst du die Grundlagen zum Verein. Du möchtest mehr über die Rechtsform erfahren? Dann klicke auf dieses Video oder unsere Playlist. Abonnieren und Daumen hoch und bis bald. Ciao!